Guten Tag. Ich bin genau da, wo ich gestern ausgeloggt bin. Vorgestern ausgeloggt bin. So war es. Vorgestern. So war das. Und ich bin mit Akuma. Ganz alleine. Es ist voll schön. Alle sind im Moment beim lieben Chor auf dem. Ja. Wie nennt man das nochmal? Hochzeitstag. Und Geburtstag. Und Geburtstagsfest. Alle zusammen. Und die nicht mitgefahren sind, ist die Akuma. Ich Ja. kann ja nicht, wäre ja auch, Schlecht, sagen wir wäre. mal so. Ich habe gerade den Flieger verpasst. Metal ist auf dem Server und die Kim. Also wir sind ganz, ganz, ganz intim. Und dann wollte ich euch ganz kurz was zeigen. Ich bin gerade eingeloggt und dann ist das hier. Ich kann auf meinem Haus nicht mehr raus. Also ich könnte jetzt natürlich die Wände einreißen, aber Aber das wäre ja jetzt nicht schön. Da hat sich jemand nämlich Mühe gegeben. Ich weiß nämlich nicht wer. Pass auf, ich muss mal ganz kurz hier. Wer und was zum Teufel war das hier bei mir? Icke Genicke. komme nixe Pause. mehre raus, rause, ause, hause. So, ich muss jetzt wirklich erstmal. Der Wind, das haben wir schon kennt. Der Wind, der Wind. Die bi 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 bi. Ha, ich habe den Weg gefunden. Ich habe den Weg gefunden. Ich habe den Weg gefunden. Fuck, falscher Weg. Na Hä? doch nicht? Gibt's den Weg? Da gibt's gar keinen. Das ist eine Doch, Verarsche. Da doch, kann ich da gar doch, nicht doch. hin. Okay, da muss ich einen Der anderen Sohn hat auf Weg. jeden Fall gesagt, du kommst da raus. Also. Hier war eine Tür, die ist einfach zugebaut worden. Na toll. Hier? Hier. Haha. Ich habe einen Weg aus dem Elend gefunden. Was ein Luft Elend geholt. mit dir. Ich muss ja richtig schreiben. Als im Internet schreibt man ja ganz gerne einfach alles klein. Aber ich bin dann lieber. Und ich mache das vernünftig. Wir machen das auch groß. Ich muss übrigens immer noch das hier reparieren. Kim hat das natürlich gemacht. Das war ja wohl klar. Wenn Eule nicht da ist, dann kann es ja nur Kim gewesen sein. Was, wenn ich es gewesen wäre? Ich glaube, du hättest das nicht gemacht. Ach Ich so. glaube, diese Mühe hättest du dir nicht gegeben. Oder? Für Voice. Die hat meinen ganzen fucking Zaun wieder blau gemacht. Das dauert eine Viertelstunde, den wieder einzufärben. Mann! Ich mag das nicht. Jetzt habe ich. Oh nein. Die arme Kim, ich hasse dich direkt voll. Krabusch. Das war ich nicht. Hätte ich auch gesagt. Ja. Das wollte ich auch gerade rein. Dann schreiben wir es auch. So, erstmal wieder. Da kommst du raus und da ist sogar noch eine nächste Wand hier vor. Ich kann mein Haus jetzt mal wieder aufräumen. Ich wollte doch heute was tun, Mann. Es ist doch immerhin. Kommst auch wirklich zu nichts. Aber ich fand das ja immer noch lustig. Ich habe es ja in der letzten Folge gesagt. Übrigens, warum am 10. kein Video kam. Für die Leute, die jetzt die Playlist gucken und einfach nur runterrasseln, das ist okay. Die merken davon gar nichts. Die Leute, die jetzt jeden Tag immer die Videos sehen wollen. Und gedacht haben, oh, warum ist kam am 10. nichts raus? Wie Akuma? Wie Akuma, die hat mich dafür angeschrieben. Die Leute, die vielleicht irgendwo irgendwann mal ein Video bei YouTube hochgeladen haben, es ist egal, ob es ein Katzenvideo ist oder so, das Phänomen der 5%, die nicht mehr laden möchten. Und das habe ich zweimal gemacht, das Video, was wir aufgenommen hatten an dem Tag. Und das wollte ich hochladen und ist bei 95% stehen geblieben. Okay, wieder gelöscht. Also wieder, das heißt wieder rausgenommen. Dann kannst du es ja nochmal wieder draufschmeißen. Dann fängt er wieder bei 95% an. Du musst nicht immer wieder alles von neu laden, das ganze Video.
So, ich dachte, du musst immer wieder von vorne anfangen. Ja, das war in der Zeit, wo ich noch mit meiner 7000er Leitung YouTube gemacht habe. Da gab es das noch nicht. Das gibt es ja jetzt erst. Dass man ein Video einfach stoppen kann. Du machst den Rechner aus, gehst schlafen, kommst wieder online und machst das wieder weiter. Und der fängt genau da wieder an. Und der hat wieder bei 95% angefangen und wollte das wieder bei 95% wieder nicht hochladen. Mhm. Und beim x-ten Mal dann habe ich dann gelassen. Jetzt habe ich das einfach komplett gelöscht und nochmal neu und jetzt ist es hochgeladen. War auch ätzend. Das muss doch nicht sein. Oh. Hallo Kim. Ich mag das nicht, ich verstehe die Leute nicht mehr, ich weiß nicht warum. Hast du das irgendwie umgestellt, dass die leiser sind zum Beispiel? Nö, die Eule, die ist halt, die hört man immer laut und deutlich. Hallo, hallo Kim. Hallo Dex. Hallo Season Pass. Hallo Season Pass. Ja, hallo. Was ich ein bisschen schade finde, dass man die Drohne nicht umnennen kann. Einfach nur so. Es hängt einfach irgendwie nur bei mir rum, die redet nicht. Die redet nicht? Die redet doch ab und zu mal. Ja, aber selten. Ja, weil du sie nicht ausreden lässt. Redest du? Du redest nicht. Ne, dann müsstest du für nochmal sterben und dann wieder. Also ab und zu, also wenn du sie rausrufst, dann labert sie. Dann sagt sie irgendwie Hello, weiß nicht, einem Gudrun. Helena. Da, da hat sie was gesagt. Ja, ich hab die jetzt gerade nochmal rausgerufen. Aber jetzt ist irgendwie so. Und ab und zu? Du hast aber Mühe gegeben, finde ich ganz gut. Hat mir Spaß gemacht. Ich mag Labyrinth. Labyrinthe. Dann baut man Licht, dieses Projektor. Und das Tür auf Tür zu spielen. Kriegen Licht, nee, genau. Vivi baut aber wieder an mich. Dann einfach mal direkt mal eine Frage an die Zuschauer. Wer, das war ein Stream, ein sehr langer Stream. Wer war dabei bei Lichtis und Axus? Eskalatür hieß es. Das war ein Labyrinth mit Türen. Man musste die Türen auf, Türen zu, Türen auf. Ich hab das jetzt gedacht. Es ist ein Chaos gewesen. Ich hat aber Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie lange war ich da drin gewesen? 3 Stunden? 4 Stunden? 5 Stunden? Ja, du warst eine ganz... Ich konnte mir den Stream auf jeden Fall nicht lange angucken. Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Gott, oh Gott, du bist ja verrückt bei geworden. Und Stone ist ja dreimal durchgegangen. Ja, okay. Wenn er denn einmal den Weg hatte, dann ist es ja okay. Dann hast du denn in die Richtung drin. Ich habe den Weg einfach nicht gefunden. Mittelchen ist da. Wo? Ja, auf dem Server. Achso. Ja, Dex, dein vieler Kollege, bist du hier zufälligerweise? Nee, ich weiß nicht, war ja jetzt nicht mehr online gewesen, ein paar Tage. Was also, genau, ein paar Tage? 2 Tage. Also, der Weiße, ne? Ja. Der hängt da unten an der Klippe rum. Wenn er hängt, dann hat er niemand dahin geparkt. Also nein, er hängt nicht, er steht da, aber er ist halt nicht unbedingt da, wo ich denke, wo er hin sollte. Aber ich muss hier wieder aufräumen. Willst du mir beim Aufräumen helfen? Nein, ich hab das dahin geräumt. Du hast es wieder abräumen. Ja, so geht das also. Kiste, die Lego-Kiste umkippen, das mache ich gerne. Und die anderen dürfen dann aufräumen, oder was? Ja. Ey, immerhin zeige ich dir Materialien. Das hast du doch bestimmt von mir genommen. Erzähl mal nix. Nee, ich hab, hab dein Dino benutzt, um es zu farmen. Aber ich hab's selber. Ich hab dir nichts geklaut. Doch, mein Dino. Sein Schweiß. Seine Anstrengung. Ja. Er hat dadurch ein Level bekommen. Oder sie. Das ist Fortschritt im Let's Play. Das kannst du den Zuschauern doch nicht mehr. Ich hab's ja nicht gelevelt. Ich bin einfach nur die da. Die Leute. Jetzt kannst du's ja selber. Jetzt sind die Leute am Weinen und so. Weil sie unbedingt wissen wollten, dass. Was war das für ein Tier? Das war Klaus? Steinbolzerin. Steinbolzerin? Hat er Klaus. Hallo. Willst du es wirklich wieder wagen? Willst du es wirklich wieder wagen? Nein, nein, mach meine Rüstung nicht so kaputt. Schau wieder. Ihr habt meine komplette Rüstung zerstört und gekillt. Ich hab gesagt, ich hab meine Keule wieder. Versuch es nicht. Du bist irre. Psychotante. Einmal mit Profis. Die ist bekloppt. Die ist total bekloppt. Die haben mir meine ganze Rüstung wieder kaputt gemacht. Ich hab die doch gerade erst repariert. Mann, hey Leute, schreibt doch mal was. Ich kann mir das nicht mehr, ich kann das echt nicht mehr.
Ah, was freue ich mich wieder auf ein Let's Play ohne. Was ist denn hinter dir? Möchtest du das eventuell nochmal testen? Meine Güte, alles kaputt. So, wieder repariert. Die Brustplatte war sowieso nicht deine. So. Jetzt hast du dich verbessert und Darts genommen, wa? Die Eule dir geschenkt hat. Jo, keine Ahnung, welche das waren. Wo bist denn du eigentlich? Weg. Ich sehe dich gar nicht. Ich habe dich irgendwie abgeballert und jetzt bist du irgendwie futsch. Bist du hin? Hä? Far, far away. Ja. Ach da, neben mir. Torpa singt wieder. Torpa, okay. Wir nehmen sie mal mit. Was zappelst denn du so? Wo fasst denn du da an? Schöne ist, ich war noch ein bisschen betrunken. Ich war noch bewusstlos, also habe ich keinen Schaden bekommen. Na klar hast du keinen Schaden bekommen. Ich bin ja auch nicht so und mach andere Rüstungen kaputt. Also sowas. Du hast mich angegriffen. Ich hab gar nichts gemacht. Ich habe nur du die Waffe gezogen. Du hast mich erst geschossen. Nee, ich hab nicht geschossen. Du bist direkt auf mich zugelaufen. Ich habe nichts getan. Videobeweis ist da. By the way, Dex, wenn du was austesten willst, komm mal runter am Strand. Ich muss erstmal meinen Telekuleo und gib dem Telekuleo erstmal einen Namen. Das muss ich erstmal nochmal machen. Ich habe nämlich einen ganz tollen Namen da gefunden. Von den Zuschauern. Das ist jetzt ein paar Videos her, was eigentlich schon ein bisschen schade ist, aber. Ich muss gerade mal gucken, unter welchem Video wurde das geschrieben. Hey. So, erstmal also runter scrollen. Zu viel Werbung, andere Videos. Ach, wie schön. Teammänner angepinnt. Ich find's immer noch ganz toll. Teufelsweiber war aber auch oft da. Die Frauen haben es nicht geschafft. Das kommt davon. Das Team macht es aus. Die Frauen machen mal wieder ihre eigene Suppe. Alle machen irgendwo ein Däumchen, irgendwo was schreiben sie. Und dann kommt dabei nichts raus. Dex, ich will vorsichtig sein. Ich glaube, ja, ihr habt es, glaube ich, geschafft auf 13 Daumen hoch. Ah, sehr schön. Ja, es stand halt mehr. Aua. Ich werde schon wieder beschossen, glaube ich, ne? Nein! Das war auch knapp. Ach, komm. Willst du wirklich versuchen? Nein, jetzt habe ich passiv. Ich habe alles. Hä, warum gehen denn die Tiere jetzt steil? Weiß ich nicht. Wir beschießen uns gerade bei Dex, nicht bei dir. Ach, das ist bestimmt so ein hässlicher. Das war nicht daneben, das war richtig getroffen. Blöder Itchy. Ich bin doch nicht gut im PvP, lass das. Jo, jetzt habe ich meinen Arm, meine Schwiegermutter in den Arsch geschossen. Sag mal, dunkel. Wenn ich einen gelben Dings kriege, treffe ich dich doch, oder? Ja. Aber irgendwie. Ich mach keinen Top, oder? Du machst super wenig. Ja, egal. Ist so irgendwann zu teuer. Wir brauchen die ja, doch. Ja, da habe ich mir auch gerade überlegt. Achso, ich wollte jetzt nochmal gucken. Ich weiß gerade noch nicht mal, unter welchem Video war, aber wo, unter welchem Video war das denn? Mit dem Tylokuleo. War das unter der 62? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Weiß es gerade auch nicht. Oh Gott. Ich muss gerade gucken, was guckst du denn da? Du bist hässlich. So, erstmal gucken. Ich muss mal unter Elena, was sagst du dazu? Runter. Ach Mann, es lädt. Oh, übrigens nochmal Dankeschön, weil ich bin jetzt gerade auf dem Video 62 für die ganzen Tipps und eure Lieblingsanimations- und Comicfilme. König der Löwen war, glaube ich, am meisten dabei.
König Löwen habe ich aber schon mal erzählt. Und auch Wall-E. Wall-E ist auch einer meiner Lieblingsanimationsfilme. Es muss ja nicht Animationsfilme sein. Magst du nicht? Ich fand den so toll. Es war zwar niedlich und so, aber... War leider für meinen Geschmack so ein bisschen zu viel auf diesem Raumschiff, anstatt auf dieser kaputten Erde. Aber ist egal. Ich fand Wall-E niedlich. Ich fand den auch. Ich finde den auch schön. Bärenbruder war auch ganz toll. Haben sie auch alle hier ganz viele geschrieben. Ups. Gibt so viele richtig gute Animationsfilme, das ist, ich finde es immer schwierig so zu sagen, das ist mein Liebling. Doch, kann man doch. Ja, also, nein, also jeder kann das natürlich tun, aber bei mir, wenn ich sagen müsste, irgendetwas ist mein absoluter Liebling, hätte ich ihn schwierig, weil jedes ist irgendwie so in seiner eigenen Art. Art und Weise schön. Ja. Vaiana war auch ganz oben mit dabei. Oh, den hab ich noch nie gesehen. Noch nie gesehen? Nie die Chance gehabt irgendwie. Keine Ahnung, frag mich nicht. Hast aber was verpasst. Ich will mir den auch noch angucken, aber ich bin da bisher noch nie zugekommen. Guten Appetit. Ich muss mal ganz kurz nachher mal gucken, wo das welches Video ist, sonst stehe ich hier die ganze Zeit nur doof rum. Also, wir hatten was vorgehabt. Es ist jetzt die Frage, ob das wirklich klappt. Ich würde gerne einen Skorpion zähmen. Aber... Ja, weißt du, wo einer ist? Nee, das ist jetzt immer die Frage. Wir können ja mal einmal eine Runde drehen. Ich glaube, die sind am häufigsten irgendwo am Meer, oder? Würde Sinn machen. Warum? Weil ich kein Tier dabei habe, das an Land kann. Also, das ist jetzt eine doofe Frage. Wer hat Lust? Ihr seid ja zu zweit hier schon mal und dann ist ja, ja eigentlich nur Metal der Metal. Wo ist denn eigentlich... Oh, scheiße, ich muss Metal seinen Kristall noch bringen. Metal, wo ist Dex eigentlich? Komm mal runter zum, zu deiner Zähmfalle am Stex. Mein Flieger. Achso. Da ist er. Luful. Ohne Sattel. Den hattest du mir letztes Mal abgezogen. Der ist im Tier drin. Achso. Okay. Nee, ist er nicht. Ich hab ihn doch eigentlich da reingepackt. Ja. Ihr seht, es ist ein Chaos hier. Er ist ein Chaos. Hier vielleicht hier drin? Nee. Muss ich mir schnell einen neuen craften. Was mache ich denn da? Schon wieder kein Holz. Meine Güte. Ist das in Argen? Hab ich da nicht gelernt, den Argentavis-Sattel? Keine Ahnung. Bist aber in dem Level. Nee, hab ich nicht gelernt. Den craftet man im Inventar. Ja. Kimchen, wie sieht das eigentlich aus mit Bennys Raya, der geprintet werden muss? Der hatte noch vorhin Zeit. Also, Benny meinte, okay, der ist bei 50 Minuten vorhin gewesen. Ja, weil so langsam könnte das mal sein, dass der... Aber ich habe ihn jetzt gerade nicht in der Nähe von irgendeinem Bett, um da hinzureisen. Deswegen habe ich gedacht, ich sag's mal ihm. Ja, ich reiß gleich mal. Tim, wie fandest du eigentlich der kleine Mini-Trailer zum DLC, was jetzt im Winter kommen soll? Hast du noch gar nicht gesehen? Die von Ark? Doch, ich bin so gehypt. Das hast du gerade angehört. So wie du also. Nein, no. Ich bin absolut gehypt auf den... Die Geschichte, es gibt ja viel Diskussion von wegen, dass man jetzt wieder extra bezahlen soll. Ja. Damit lasse ich mir den Hype nicht kaputt machen, muss ich sagen. Das wirkt irgendwie so schön storylastig. Ja, das Einzige, wo ich wirklich sagen soll, bezahlen ist vollkommen okay, aber was man bezahlt, ist nicht okay. Also 29 Euro ist schon ein ganzes Vollpreisspiel. Ja, das stimmt schon. Und das finde ich jetzt nicht so, das finde ich nicht okay. Hier zu deiner Zähnfalle. Oh, und am Strand? Ja, da wo das blaue Licht rumleuchtet. Ja, ich sehe es. Wo kommen die denn her? Das sind Gnummis und mein Fisch. Gnummi liegt bei dir noch im Werkzeugschuppen. Wenn du möchtest, darfst du mit Speeddev eine Runde drehen. Ohne Beschränkung. Ich kenne die doch schon. Ja, aber du hast auch nur innerhalb der Dings und nicht im offenen Meer rumgeschwommen, oder? Nee, durfte ich ja nicht. Jetzt darfst du's. So, was ist denn das für ein Dino da hinten auf der anderen Seite? Ist das ein Kano? Nee, oder? Das ist doch so ein... Amitrikantosaurus. Achso, ja. Ah, Level 8 ist doch alles scheiße. Okay, wir müssen jetzt sowieso... Ach, warum geht denn die Fackel eigentlich immer aus jedes Mal? Nee,
Es bringt sowieso nicht, wenn ich jetzt mit dem schwimme, ist es schwarz und man sieht in der Aufnahme dann gar nichts. Dann musst du das am Tag machen. Also ich muss den jetzt und schwimmen damit die Küsten ab. Metal meinte 70-80 oder 80-70. Hat er was geschrieben, ja? Naja, ich hatte ihn gefragt, wo er seinen her hat. 70-80, okay, dann ist das da hinten. Okay, dann fliege ich mal da lang. Ich fliege einfach mal nicht. Lustigerweise, seitdem der hier bei mir verschwunden ist, habe ich bisher keinen einzigen mehr gesehen. Ja, es ist dunkel. Warum nicht, ist es dunkel? Nicht, dass ich jetzt einen große Ausflüge gemacht habe, aber... Na, auch irgendwie so nicht drüber geflogen, ne? Nix gesehen, nichts von euch gehört. Ich habe nur einmal die letzte mitbekommen, dass ihr einen gezähmt habt oder irgendjemand. Metal hat einen gezähmt, Metal und Benny. Und das war's. Jetzt ist natürlich doof, ich habe meine Pfeile jetzt, meine Darts vergessen mitzunehmen. Die kannst du dann ja noch holen. Hi Dex, tschüss Dex. Ich bin gerade unter die Lampe. Boah, heftig. Das ist so schnell, das leckt total, ey. Ja, aber es macht Spaß. Ein Suizid-Delfin. Es kam ja schon XXXX mal. Also schwimmst du mal am Rand entlang und ich fliege jetzt hier diesen Fluss entlang, hier nach innen, nach links. Ein Stückchen reinfliege, schwimmen tue ich auch, aber nur ein ganz kleines Stückchen. Boah, geh's ab. Viele schreiben immer, Dex, wann machst du denn endlich mal ein Valguero Let's Play? Also wir haben ja Anführungszeichen, jetzt muss ich wieder was erklären. Für einige YouTuber ist das fast das Ende der Staffel. Also wir sind noch am Anfang. Nur mal so als Erklärung. Bei mir ist das Let's Play ja immer komplett. Das heißt, du siehst, jeder Schritt wird gezeigt. Und was ist denn hier los? Und was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Zeug? Und wir schneiden natürlich nichts. Sehr selten schneiden wir mal was. Und deswegen seht ihr bei anderen YouTubern, dass die, glaube ich, bei Folge irgendwie 60 angekommen sind und sind dann schon beim Endboss oder so. Das ist bei uns hier nicht. Das heißt, wir werden locker diese Staffel über 100 spielen. Und dann wird sich dann erst herausstellen, ob wir dann wirklich Valguero spielen oder ob es dann schon sogar zum DLC rübergeht. Weil ich mag es nicht so ganz gerne, jetzt Valguero zu spielen. Währenddessen dann das DLC vor der Tür steht und dann hast du das dann einfach nicht mit Valguero einfach aufzuhören, nur weil jetzt das DLC da ist. Weil es dann Valguero ist, interessant, das sind die neuen Dinos. Der eine Dino, ja. Ja, die sind auch ganz cool. Aber Valguero an sich. Valguero ist eine schöne Karte. Sehr schön. Das ist eine schöne Karte, aber nichts Außergewöhnliches. Nee, es gibt noch viele, viele andere weitere. Nicht weitaus schönere Karten, aber viele, viele schöne Karten. Ich weiß jetzt leider nicht mehr eine Karte, wie... Die hatten wir einmal im Stream getestet. Wie jetzt zum Beispiel... Nee. Amissa? Amissa. Und die fand ich richtig gut. Das war doch die mit den ganzen... Mit den ganzen Tempelanlagen und sowas, ne? Kann sein. Ich bin aufgelaufen. Das ist das Problem bei diesem Fisch. Wenn du in der Nähe von der Küste rumschwimmst... Klatsch. Landest du immer auf irgendwelchen Steinen oder Felsen oder in meinem Fall jetzt gerade eine Sandbank, von der ich nicht mehr wegkomme. Kannst du mit dem springen? Nein. Okay, besser so. Stell mal vor, du springst, zack, auf Land tot. Ja, Manta. Manta, mein Lieblingstier. Vieh. Also wenn du das einmal gezähmt hast, ist das echt ultra cool. Das kommt aus einem vor, ob du mit dem Jetski da fährst. Nervt keinen Schwertfisch. Schwertfische sind das geilste Piranha. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich glaube, es gibt keine Skorpiones mehr. Wie hießen die eigentlich nochmal? Giant irgendwas, oder? Brontoskorpion. Brontoskorpius. Ah, ja, sowas. Vielleicht sollten wir auch mal in die Richtung gucken, wo du gebaut hast in Staffel 3, Dex. Da, das Atoll da. Also ich bin jetzt gerade, ich schweb gerade den kompletten, die ganzen Flüsse entlang. Also bei uns war er ja auch am Fluss direkt. Ja, ich bin jetzt gerade bei uns wieder zu Hause. Wo ist der eigentlich hin, den wir bei uns hatten?
Keine Ahnung. Wird vermutlich die Spawn irgendwas aufgefressen oder so. Ich schwimme mal eben dahin, wo du bei Staffel 3 gebaut hast. Vielleicht gibt's da ja auch irgendwie was. Und weil ich keine Dingsklamotten noch hab, kann ich nicht das Eis geben. Ach, verdammt. Bei der Geschwindigkeit, bevor die Nipples ansteigen, ist bist du schon durch. Hm, vermöglich, aber es ist relativ unbedeutend, ob ich jetzt die eine oder andere Richtung schwimme. Na genug. Ach, das macht so Spaß mit diesen Viechern. Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch nur ein bisschen. Meinst du? Das ist ein Narwal. Mal. Achso, du hast genau so mehr. Ah, aha. Ich muss unbedingt auch mal jetzt langsam mal ein Wassergehege unten bauen. Aber ich wollte eigentlich wirklich mal meine Base mal wirklich komplett fertig bauen. Die ist ja jetzt noch immer nicht ganz fertig. Und Spino, vor allem Bluten, warum? Bald tot. Hans. Boah, hör auf mich auch zu beißen, boah. Krass, wie hoch kann der denn springen? Krass! Der ist ja abgefahren, der Fisch hier. Dieser komische, lange... Oh, hier hängt ein Orca am Stand fest. Du Psycho-Fisch, du. Ein Trikantrosaurus. Hi. Das ist schlecht. Oh, ist noch ein Spino. Aber irgendwie sind die Spinos, glaube ich, jetzt mit diesen Mod-Tieren, die auf dem Server sind, irgendwie total untergebuttert, die armen Viecher. Das ist schon von Anfang an. Da ist der, mein Tier hier gekillt hat, mein Adler. Alpha. Ja, der Alpha. Ja, ich bin ja eigentlich nur gestorben, weil mich vorher, was war das nochmal? Irgendein Tier hat mich vorher gebissen gehabt. Was war denn das? Das ist diese Hyäne? Die Hyäne, genau. Und die hat mir komplett die Ausdauer runtergezogen. Und deswegen bin ich dann gelandet. Darauf habe ich nicht geachtet. Ja. Lieber weg hier. Hier ist echt. Das ist sonst normalerweise ein recht ruhiges und lockeres Gebiet. Aber mit dem hier, der ist echt böse. Was ich hatte, als ich unsere Adler gezähmt habe, was mir da. Was bist du denn? Warte mal eben. Brachaurineo. Ach du meine Güte. Oh nee. In der Nähe von dem Viech will ich nicht kommen. Was ist das für ein Vieh? Nee, yeah, Apex Predator von Unterwasser. Was ähnliches wie Mosasaurus. Mhm. Sieht aus wie ein Liropleurodon. Okay. Liropleurodon, oh Gott, hier ist auch so einer von den Viechern. Liropleurodon und groß und böse. Also ich finde hier nichts. Ich glaube, wir machen das nämlich auch so, dass wir jetzt nicht in der Folge suchen, sonst haben wir jetzt wieder eine ganze Folge wieder dann nur rumfliegen und gucken. Auch wenn wir uns dann hier schön den Wolf erzählen. Aber ich glaube, wir suchen erstmal dann jetzt einen und wenn wir einen gefunden haben, dann machen wir wieder Aufnahme an. Oder wir finden auch wieder gar keinen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es keine mehr jetzt gerade gibt. Dass wir einfach wieder ein paar Tiere killen müssen, damit wir nachspawnen, die Tiere hier. Kann halt auch sein. Ich denke mal schon. Kann was ist passieren. Was bist du für ein Ding? Sollten wir uns vielleicht mal irgendwas Starkes greifen und mal eine Killtour machen oder so. Also Oxalaya. Ich meine, ich habe das Level noch nicht, aber wir haben schon einen Tabosaurus. Ich werde ihn haben. Also habe ich ihn mir gezählt. Ah. Der Skorpion, der ist einfach ganz am Anfang bei uns direkt an der Bucht gewesen und hat uns ja da terrorisiert. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss jetzt mal hier einhaben. Einhaben als Rang. Einfach haben, weil. Gibt es irgendjemand, der dann Sattel machen kann? Und ich glaube, die kann man ohne Sattel reiten, ne? Die kannst du mit Sattel reiten und ohne Sattel. Und da Metal schon einen hat, gehe ich immer davon aus, dass. Nicht unbedingt, dass Eule den noch gemacht. Ich kann ja gleich mal gucken. Moment, ich will mal wieder rauf, was auf der See. Was zum Henker bist du für ein Vieh? Flieg hat durch so ein Gebiet. Den hab ich aber wirklich noch nicht gesehen. Level 70 ist der Brontoskorpius. Oh ja, das geht ja. Also jetzt. Ich bin ja auch bald irgendwie Level 60, 70, oder? Chronosaurus. Achso, das ist dieser. 66. Weiter als ich. Ja. Könnte ich eigentlich zählen, mache ich aber nicht. Ich bin gerade in einem Gebiet, wo ich eigentlich so gesehen. Wo eigentlich. Ich kenne keinen, der hier baut.
Und irgendwie. Aber wäre schön, wenn einer da bauen würde. Nee, das ist ein richtig hartes Gebiet hier. Total im Sumpf. Aber da läuft doch voll der Fluss vorbei. Das ist schon richtig cool. 76. Hat irgendwas gefunden. Ja. Sailfish, das mit dem ich gerade unterwegs bin, mal in Level höher als 40. Und 76. Männchen. Männchen ist zwar doof, aber Level ist schon mal an sich ganz cool. Jetzt stell dir mal vor, Fische oder Unterwasserdinos würden aus dem Wasser springen und auch angreifen. Zum Beispiel der Mosasaurus. Du fliegst so ganz knapp über dem Wasser und der springt und dann so wie in Jurassic World, ja. Genau wie in Jurassic World. Das wäre richtig cool, weil irgendwie sind die Unterwassertiere wirklich nur unter Wasser gefährlich. Die Leute nicht auf Gedanken, Mensch. Die machen das, bringen das noch in die Mods mit rein. Die Mods, Modder haben volle. Die können machen, die haben volle Freibahn. Vollstes Verständnis hat er doch, der Dexen. So, ich bin gerade mal beim Adlerhorst. Hier ist doch immer, in der Ecke ist doch immer voll Action, auch mit Skorpionen und so. Da habe ich auch noch nie einen gesehen. Ja, also hier sind gleich mehrere Alphas. Ist nur ein Alpha. Einfach abdaken. Und noch ein Sailfish. Gucken wir mal in falsche Ecke. Hier Level bauen wir ganz gerne. 16. Ich bin jetzt gerade bei diesen Art stehenden Inseln, diese Art Säuleninseln, wo man ganz gerne auf im PvP baut, weil das sehr schwer einnehmbar ist. Mhm. Aber hier ist auch nichts los. Ist zwar überall Pfützen, aber das war's. Kakalontosaurus, allerdings in Nichtform. Und ein Level? Argentavis mit offenem Schnabel, der sich nicht bewegt. Okay. Ja, ist dem ist warm. Zonen greifen keine Fische an. Das finde ich gut. Ich habe einen Kommentar gelesen, was ich nicht verstanden habe. Ihr könnt mir ja vielleicht ein bisschen helfen. Vielleicht ist er neu dazugekommen, ich weiß das gar nicht. Da hat jemand geschrieben, er hat eine Argentavis zähmen wollen und hat eine Argentavis gezähmt, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und dann würde dort stehen, der Argentavis respektiert dich nicht. Was? Hat er eine Mod drauf oder so? Ich habe keine Ahnung, ich war da irgendwie total befragt. Ich wusste nicht, was... Ich auch. Die Argentavis... Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass der von einem Juju angeschrien wurde und das nicht gemerkt hat. Oder dann steht da ja, das Tier hat ja Angst und missachtet deine Befehle. Naja, dann würde er sich aber wegbewegen, ne? Vielleicht, weil es ein anderer gezähmt hat, wenn er in einem Clan-Tribe ist irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Dass du da, dass das Tier eigentlich jemand anders gehört. Aber das, wenn du ja im Clan bist mit jemandem, dann ist es ja Wurst. Aber das mit dem respektiert dich nicht, fand ich total interessant. Fände ich voll cool. Das wird so gut zu einem, wie heißen sie hier? Zum Griffin wird das so gut passen, weil das eben so ein stolzes Fabelwesen ist. Fände ich voll cool. Dass du es nicht reiten kannst, wenn du es nicht gezähmt hast. Das wäre richtig cool. Aber wo kannst du. Dass du den auch irgendwie respektvoll behandeln musst und so nicht einfach einen auf die Fresse geben. Wie ich. Immer so. Gut füttern und Liebe kosen und sowas. Das wie ich meine Tiere eben liebe. Ja. Genau. So, jetzt machen wir es wie Donald Trump, bevor Akku mal jetzt irgendwas sagen kann. Machen wir jetzt Schluss mit dieser Aufnahme. Wir unterdrücken das jetzt hier. Okay, Leute. Aha. Wir sehen uns in der nächsten Folge und wir gucken dann mal, ob wir dann irgendwann mal in den nächsten 30 Jahren oder so. Ich hab ihn gefunden. 30 Sekunden einen finden. Wir sehen uns dann da, wo die Kim ist. Irgendwo. Bis denn. Und tschüss. Tschüss. Entschuldigung.